Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich schicke euch aus Bali die herzlichsten Grüße. Ich bin Barbara Fischer-Reinicke, Autorin von Arschbombe ins Glück, wie immer verkehrt rum. Vielleicht sollte ich es auch mal zusätzlich noch auf den Kopf stellen, dann ist eigentlich wieder alles richtig rum. Und ja, es ist mein letzter Tag in Bali, vorläufig zumindest. Ich werde morgen ganz, ganz früh abgeholt, in so einem Flughafen transportiert und dann werde ich 2 Monate mal, naja, ich sag mal mindestens, eigentlich sind 2 geplant, in Deutschland sein. Und ich freue mich, wenn jetzt so nach und nach, während ich hier noch so ein bisschen auf euch einplapper, noch ein paar Leute hier in das Live kommen und mir zuschauen. Und heute möchte ich euch ein bisschen etwas über die Inspiration erzählen. Genauer gesagt, natürlich erstmal vorlesen aus dem Kapitel, also von dem, ne, das Kapitel Inspiration. Das ist auf Seite 139 im Buch. Wer das Buch hat, kann das da gerne nochmal nachlesen. Kann nicht schaden, wenn man das zweimal macht. Und ich habe mich entschieden, heute nur ein Kapitel, also sprich, hallo Marion, ein Kapitel vorzulesen, und darüber noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich denke mir, wenn wir da nur so drüber huddeln, jede Woche 2, 3, manchmal 4 Emotionen aus dem warmen Pool, dann kommt das Eigentliche vielleicht zu kurz. Denn lesen könnt ihr ja genau genommen vermutlich schon selber, auch wenn nicht alle von euch das Buch haben werden. Manche haben das Hörbuch, manche haben das E-Book. Aber es ist nicht mit dem Lesen getan. Ich will hier nochmal deutlich machen, dass dies ein Arbeitsbuch ist und dass die Inhalte dazu da sind, dass ihr sie anwendet und umsetzt. Ich muss mir zwischendurch immer mal Wind zufächern. Hier ist es tierisch heiß. Und dieses Umsetzen und Anwenden geht natürlich oder funktioniert mit der Wiederholung. Also ein Buch lesen und denken, so jetzt, zack, so werden Sie Ihr eigener Happiness-Produzent. Es funktioniert, ja, ich sage es immer und immer und immer wieder. Aber natürlich nur, wenn du es wiederholst. Und ob es um die Inspiration oder den Humor oder whatever, welche Emotion auch immer geht, es geht nur, wenn wir uns selbst entscheiden, diesen Zustand, diese Emotion fühlen zu wollen. Hallo Ines. Und tatsächlich das immer und immer wieder tun, damit unser Gehirn auch neue Verknüpfungen entwickeln kann. Aber gut, jetzt sind wir hier schon eine kleine Gruppe. Ich freue mich, wenn es noch mehr werden im Laufe der Zeit. Und ihr wisst ja, dass ihr dieses Video immer und jederzeit wieder nachher anschauen könnt. Ich poste das dann auch noch in der Gruppe, wo ihr das dann, also wenn ihr in die Gruppe euch aufnehmen lasst, ich nehme natürlich jeden, der interessiert ist, auf in der Gruppe Arschbombe ins Glück, da könnt ihr das Video jederzeit anschauen. Okay, lasst mich mal loslegen. Ich fächer mir noch mal kurz ein bisschen Wind zu. Habt ihr übrigens gesehen, vor welch toller balinesischen Tür ich hier heute sitze? Das ist einfach der Hammer, ein handgeschnitztes Teil aus dem, ich glaube, vorigen Jahrhundert oder so. Die sehen jetzt zumindest alle so aus, als wären sie von vor 200 Jahren. Und das ist hier sehr schön. Ich sitze an einem Pool und da hinten plätschert das Wasser, ein Bach und so weiter. Es ist also traumhaft schön, nur ein bisschen warm, weil ich, um in gutem Licht zu sitzen, mich hier raus in die Sonne gesetzt habe. Okay. Heute, wie gesagt, geht es um die Inspiration und ich fange mal an, das Kapitel vorzulesen und ich würde euch gerne ja, inspirieren, da zu bleiben und vielleicht hinterher mir sogar einen Kommentar zu geben, wenn ich euch ein paar Fragen dazu stelle. Also, was ist das eigentlich, Inspiration? Man hört, dass manche Künstler tagelang vergeblich auf sie warten, dass andererseits schon etliche Gläubige regelrecht von ihr überfallen wurden. Und dass es sogar spezielle Techniken gibt, um sie zu aktivieren. Aber ist das auch etwas für ganz normale Menschen? Ich finde ja. Denn gute Ideen können wir alle gebrauchen. Inspiration bedeutet nämlich im ursprünglichen Wortsinne einhauchen. Ist das nicht schön? Beseelung. Und meint das plötzliche Erscheinen eines Einfalls. Eine Eingebung. Einer kreativen Idee oder einer intuitiven Erkenntnis. Eines ist aber auch klar: Im kalten Pool, also für die, die es noch nicht so genau wissen, in der Sphäre der eher ängstlichen Gefühle, im kalten Pool schlägt ganz bestimmt kein beseelter Geistesblitz ein. Da ist ihr Gehirn viel zu sehr mit Überleben beschäftigt. Also raus aus dem Druck, raus aus dem Stress. Raus aus der Hektik und rein in die Ruhe.
Vielleicht fragen Sie sich gerade noch, wozu Ihnen Inspiration denn nützlich sein soll. Das ist aber ganz einfach, denn wenn Sie sich inspirieren lassen, erhalten Sie Zugang zu Ihrer Kreativität, zu Ihrer Intuition und zum gesamten Menschheitswissen. Ist das nicht cool? Auch wenn ich hier nicht weiter ausführen kann, was das genau bedeutet, kann ich Ihnen doch ein paar Tipps geben, wie Sie Ihre Quellen aktivieren und damit der Inspiration den Weg ebnen können. So können Sie zum Beispiel einen Spaziergang in der Natur machen und Ihre Blicke entspannt schweifen lassen. Sie können ein Bild malen oder eine Handarbeit machen. Sie können Dinge tun, die Sie sonst nicht tun. Die Brötchen bei einem anderen Bäcker kaufen, einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, sich mit einem wildfremden Menschen unterhalten, ein Buch kaufen und lesen, das Sie normalerweise nicht gekauft und gelesen hätten, eine neue Sportart ausprobieren, meditieren, mit Freunden lachen, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt also ganz viel. Einen habe ich noch. Werden Sie still. Atmen Sie ein paar Mal ruhig und tief ein. Das ist herrlich. Tief ein und natürlich auch aus. Und hören Sie in Ihr Herz hinein. Stellen Sie ihm eine Frage, die Sie gerade bewegt. Und dann lauschen Sie. Meistens sagt es etwas. Wenn es sich noch nicht traut, fragen Sie morgen noch einmal. Es wird ganz bestimmt antworten. So, ja, das ging nun ratzfatz und mir fällt mein Buch auch noch runter. Das Vorlesen ist ja, wie gesagt, nicht der Punkt. Jetzt würde ich gerne die, die noch da sind oder die schon da sind, mal kurz fragen, ob ihr mir schreiben mögt, ob und wann, in welcher Situation ihr schon von der Inspiration sozusagen angesprungen wurdet. Also mir passiert das immer wieder unter der Dusche. Da bin ich halt so irgendwie mit dem Plätschern des Wassers beschäftigt, dass mir dann ganz plötzlich ein Gedanken, den ich die ganze Zeit irgendwie, oder ein Thema, das ich die ganze Zeit beackert habe, so in meinem Kopf, wenn man so richtig angestrengt nachdenkt. Und dann auf einmal, wenn ich quasi im Grunde mit meinem Körper, mit der Waschung meiner Körperteile beschäftigt bin, dann auf einmal macht es so pling. Oder beim Spazierengehen. Aber ich gehe ehrlich gesagt nicht so oft spazieren. Und mich würde mal interessieren, falls irgendjemand Lust hat, mir was zu schreiben, wann es bei dir Pling macht oder wann dich die Inspiration ergreift, beziehungsweise wann sie sich zeigt. Und wenn da jetzt im Moment offenbar nichts kommt, dann klapper ich einfach mal weiter und möchte euch erzählen, dieses mit dem ins Herz atmen, wie effektiv und wie nützlich das ist. Wenn du anfängst, tatsächlich ruhig zu werden, und vielleicht die Augen schließt am Anfang und erstmal über das Atmen tief ein- und tief auszuatmen, sodass dein Herz, also über die Lunge, über die Atemgeschwindigkeit bekommt dein Herz den Impuls, alles okay, kein Stress, kein Säbelzahntiger in der Gegend, sodass wir uns entspannen können. Und wenn das Herz sich entspannt, wenn es also nicht in diesem Survival-Modus sein muss, quasi dir den Hintern, wie ich immer so schön sage, zu retten, sondern weißt du, wir sind hier safe, wir sind hier ganz sicher. Dann geht da sozusagen eine Tür auf und das Herz und das Hirn kommunizieren auf intensive Weise. Man hat herausgefunden, dass mehr Impulse, also Informationen vom Herzen zum Gehirn aufsteigen als umgekehrt. Wir denken ja immer, dass das Gehirn sozusagen der Master of Disaster ist. Das ist es auch, also Master of Disaster. Und das Herz ist aber quasi derjenige Teil. Oh, jetzt muss ich gucken, was ihr da schreibt. Ines schreibt, sorry, spätabends, wenn man so da sitzt und nichts mehr drängt, dann kommen Ideen und daraus Pläne. Ganz genau, wenn man nicht mehr unter Druck ist. Und Marion schreibt, ich muss da immer so ein bisschen vor die Kamera fassen, so geht es besser. Ich nutze die Zeit im Garten, um abzuschalten, offen zu werden für kreative Ideen. Genau. Also für mich war das auch genau, danke Marion, wenn ich in der Erde buddeln kann, wenn ich verbunden bin mit diesem Planeten. Oh, wir haben gerade anscheinend eine schlechte Netzwerkverbindung. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Also wenn wir uns von dem Alltagsdruck, von diesem ganzen Hustle und Hassle da irgendwie trennen, dann
kann die Kreativität, kann die Intuition sozusagen ihren Weg finden. Ich wollte das mit dem Herzen noch kurz erklären. Also wenn wir ruhig atmen und uns auf unser Herz fokussieren, dann kann das Herz sozusagen nach oben funken. Hey, Amygdala, also dieser eine Angstteil im Gehirn, du kannst dich entspannen. Und dann gehen die Türen auf und dann kann die Intuition, die Inspiration heraus. Genau, also die Verbindung scheint so schlecht zu sein, dass ich jetzt mal sicherheitshalber mich von euch verabschiede und euch eine extrem inspirierende Woche wünsche. Vielleicht könnt ihr gleich anfangen, jetzt etwas zu tun, was dich inspiriert oder ihr, was euch inspiriert. Ruhig werden ist immer eine gute Voraussetzung. Aber auch ganz bewusst diese Ruhe herzustellen, indem du eben ruhig atmest. Das kann mitten im Gedränge sein. Das kann sogar in großer Stresssituation sein, gerade da, vor einer Präsentation, vor der du vielleicht Angst hast oder vor einem wichtigen Kundentermin oder wann auch immer du das brauchst, dieses Ruhigwerden, dieses deine Inspiration und Kreativität abrufen. Gerade dann ist dieses Ruhigatmen ein total geniales Mittel. Du kannst quasi von all dem Unruhigen da draußen abschalten und signalisieren und dein Gehirn wird dem folgen, dem Impuls des Herzens und ruhig werden. Und dann geht es wieder. Ihr wisst schon, dass wir im Stress überhaupt keinen Zugang zu unserem Gehirn, zu dem logisch denkenden Teil, der uns hilft, Lösungen zu finden, haben. Also während dein Gehirn im Stress ist, vergiss es, geht gar nicht. Ich hoffe, ich werde morgen einen einigermaßen entspannten Rückflug haben. Ich bin am Montagabend um Mitternacht irgendwann wieder in Stuttgart. Das wird ziemlich heftig. Das ist ein Tagflug, da kann man dann nicht so wirklich schlafen. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen tollen Sonntag. Meiner ist, wie gesagt, schon fast rum. Ich treffe jetzt noch meine Freunde hier in Bali zum Abschied. Wir gehen dann heute Abend noch was essen und dann say goodbye. Aber ich werde nicht weinen, sondern ich weiß ja, ich kann jederzeit hierher zurückkehren, wann immer mein Herz danach ruft. Love you all. Vergesst mich nicht und vielleicht empfehlt ihr mal das Buch. Ich habe gerade gestern von einem Klienten, der das Buch immer wieder empfohlen hat, eine WhatsApp gekriegt, dass er sagte, einer, dem ich das Buch empfohlen hat, hat es gelesen und hat geschrieben, er fand es super, super toll. Und ich sage, yay, Leute, tut mir den Gefallen, lest es und wenn ihr es gut findet, ihr müsst es nicht blind empfehlen, aber wenn ihr es gelesen habt und gut findet, erzählt anderen davon. Das mit dem Marketing von Büchern als Self-Publisher ist echt schwer. Und ich glaube an mein Buch und ich weiß, dass es nützt und dass diese Methode, die Pull-Methode, genial ist. Und ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt. So, das nächste Video nächsten Sonntag gibt es dann aus Deutschland. Ich hoffe, bei ähnlich gutem Wetter. Vergesst mich nicht. Bis dahin. Ciao, ciao.